So, jetzt ist es schon kein Rauch mehr vom Feuer, sondern es ist in der Hitze verdunstendes Wasser, das sich Und über das die dickere heißen Löschwasser Stellen ist legt. hier Und immer wieder, aufgestiegen. jetzt merken die Feuerwehrleute, Die auch Damen sind innerlich angekommen. ist man ausgebrannt und die nächsten Damen kommen an. Sie waren also mit an vorderster Front am Feuer. Also sau heiß, ich habe es auch schon gemerkt. Da brauchen wir unbedingt das Wasser hier. Ja, das brauchen Also wir. die andere Art des Löschwassers. Sieht es hier bei der Feuerwehr, da herrscht doch Gleichberechtigung. Auch die jungen Frauen können zeigen, was sie können. Nicht nur beim Brot schmieren oder Kaffee holen. Nein, vorne am Feuer, am Schlauch wird mitgekämpft. Finde ich besonders interessant. Und man sieht hier, eine junge Feuerwehrfrau hat sich zunächst einmal den Das ist eine heißen moderne Feuerwehr. Schutzanzug vom Leib gerissen, Klasse. holt 5 Minuten Luft und dann fährt sie wieder. Sie warten. Und mit dem Auto kommen. Also mit dem 24 Euro steht. Ach so, und um Einsatz sieht man so neckig aus. Ich glaube, ich gehe zu der Feuerwehr. Ja. Okay, jetzt weiß ich. Achtung, da läuft was über. Sie sehen es gleich wieder, Schutzanzug an und dann geht die Fahrt. Die junge Dame ist Beifahrerin in einem Tanklastzug wieder runter zum Wasser holen. Sie ersetzen also voll ihren Mann. Also das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. So viele junge Frauen. Wir werden mal fragen müssen, ob der Nachschub an Männern fehlt. Aber ich finde es ja ganz gut so, wenn diese zusammengehören. Und da sehen wir auch die junge Dame wieder, die jetzt wieder ihre Schutzkleidung anhat und gleich geht es weiter zum Einsatz. Wir tanken das Auto immer wieder auf und fahren dann wieder da hoch. Also sind Sie mehr beim Fahrdienst und nicht vorne am Schlauch, an der Spritze? Nee, wir sind mehr Fahrdienst. Also, vielen Dank. Das ist jetzt der 10.000-Liter-Tank, der etwas überfließt. Der Einsatzleiter, ihn wollen wir mal verfolgen in seinen Wagen, wo er die Lage auch im Feuerwehrhaus beobachtet. Denn im Zweibrücker Feuerwehrhaus war ja alles ausgerückt. Ein neuer Brand, da hat sogar jemand angerufen, wäre gefährlich gewesen. Da rücken die Kontwischer nach. Hier sehen wir noch mal das feste Gebäude der Abschiebehaftanstalt, das verschont geblieben ist von dem Brand, von der Brandstiftung. Sie sehen die Masse der Fahrzeuge, die hier in der Sackgasse, in dem Waldweg standen, was das Ganze ein bisschen behindert hat. Aber jetzt gehen wir mal mit rüber in den Einsatzwagen, um dort mal zu schauen, wie die Lage außerhalb ist. Florian Zweibrücken von 12 kommen. Florian Zweibrücken von 12 kommen. Wir sind hier dabei, Kräfte aus dem Einsatz rauszulösen. Die Kollegen von Kontwisch sollen halt für diese kurze Zeit noch auf der Wache bleiben. Ja, wir melden uns dann, wenn die Sache so weit gediegen ist, dass die ersten Fahrzeuge hier abrücken können. So, da sieht man eine Pumpe, die zwischen den einzelnen Schläuchen auf dem 1000 Meter langen Strecke eingebaut ist, um den Druck in den Schläuchen zu halten, um das Wasser weiterzugeben auf dieser langen Strecke. Und mit diesen letzten Aufnahmen, Sie sehen es, die Feuerwehr rückt schon wieder ab, wollen wir diesen Bericht beenden. Den wollen wir auch mal verwenden, um unsere Feuerwehr vorzustellen, wie so ein Einsatz
stattfindet. Und es wäre schön, wenn wir einige Feuerwehrleute und auch Feuerwehrfrauen hierher bekämen, um einmal diesen wichtigen Beruf, kann man sagen, diese berichtliche ehrenamtliche Tätigkeit entsprechend zu würdigen. Liebe Zuschauer, soweit von unserem Sonderbericht. Wir gehen jetzt wieder zu unserem normalen Bericht im offenen Kanal im Medienkompetenznetzwerk Südwestpfalz über. Vielen Dank für Ihr Interesse.